Hallo, hier ist der TriMed Video Podcast mit dem Monatsrückblick März 2021. Mein Name ist Tim Okelmann. Im März setzten die globalen Aluminiumpreise ihren Aufwärtstrend fort. Neben der LME Aluminiumnotierung, welche ein neues Jahreshoch verzeichnete, stieg auch der Aluminiumkontrakt an der Shanghai Future Exchange auf einen neuen Höchststand. Bei umgerechnet rund 2.765 US-Dollar pro Tonne notierte der Aluminiumpreis für den innerchinesischen Markt auf dem höchsten Stand seit August 2011. Der Aluminiumkontrakt an der Londoner Metallbörse notierte in einer Spanne von 2.107 bis 2.300 US-Dollar pro Tonne. Zum Vergleich der beiden Börsenkurse ist zu erwähnen, dass der Preis an der Shanghai Future Exchange 13% Importsteuern enthält. Die Aluminiumpreise wurden weiter getrieben durch eine hohe physische Nachfrage, aber auch das neue Konjunkturpaket und ein zusätzliches Infrastrukturprogramm in den USA verbreitet weiterhin Optimismus unter den Anlegern. Bei den Aluminiumbeständen in den LME-registrierten Lagerhäusern war im März ein massiver Anstieg zu beobachten. Im Laufe des Monats stiegen die Bestände um rund 700.000 Tonnen an. Hintergrund war die Backwardation, welche die Marktteilnehmer dazu veranlasst hat, gegen ihre LME-Kontrakte physisches Metall anzudienen. Im selben Atemzug meldeten Marktteilnehmer ca. 350.000 Tonnen zur Freistellung an. Die gleichzeitige Ein- und Auslagerung führt in einigen Lagerhäusern zu einem regelrechten Stau und zur Verzögerung bei der Freistellung von Lagermaterial. Auf die Auswirkungen werde ich voraussichtlich im nächsten Podcast eingehen. Nicht anders zu erwarten war der Anstieg der Formatprämien für Aluminium und die Marktprämie für Primäraluminium. Die Rotterdam-Prämie für Primäraluminium beispielsweise stieg im Monatsverlauf um 60 US-Dollar auf ein Niveau von 225 US-Dollar pro Tonne an. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick in den Monat April werfen. Auch im April werden die physische Nachfrage, die regionalen Engpässe und das auskömmliche Contango die Marktprämien für Aluminium unterstützen und weiteren Spielraum für Kursanstiege geben. Neben den Konjunkturpaketen in den USA und Europa unterstützt auch das Dekarbonisierungsvorhaben Chinas den Aluminiumkontrakt an der Londoner Metallbörse. Marktteilnehmer erwarten, dass der Ausbau neuer Schmelzkapazitäten in China aufgrund der selbstgesetzten Emissionsziele verzögert oder gar ausgesetzt wird. Und das trotz des stark anwachsenden Aluminiumbedarfs. Wir sind wie immer gespannt, wo es hingeht. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Schöne Ostertage, Ihre TriMed.